Es gibt nicht so viele Städte, die 800 Jahre alt sind. So unsere Nachbarn 800 Jahre. Wir haben gedacht, ja, was können wir ein Nachbarn, ein Stadt geben? Ja, das ist noch nicht so einfach. Ja. Man kann dropjes geven, die grensdropjes aan alle bewoners, maar toch iets meer blijvends, etwas blijvends, dat is toch wäre schön sein. In Gemeindewaffen van Alten steht eine Kaiserlinde im Waffen, in Bocholt eine Buch. So kamen wir an das Idee van, ja, vielleicht ist ein Baum zu geben, gut. Auch weil in diesem Jubiläumsjahr Bocholt 800 Bäume pflanzen will. Na, dann haben wir jetzt Nummer 800 oder 801, das weiß ich nicht, oder welche Nummer auch. Aber haben wir auch noch einen Beitrag an diesem Programm von 800 Jahr Bocholt gegeben. Dieser Baum, die soll wahrscheinlich nicht 800 Jahre hier stehen. 80, das ist für eine Kaiserlinde vielleicht schon eine schöne Zeit, aber ich hoffe, dass dieser Baum auch fühlt, was Herr Wüstgestern auch fühlt. Nirgends besser als in Bocholt, so etwas. Ja, für diesen Baum hoffe ich, dass das auch gilt. Und, na, wir haben ein kleines Schild dabei als Zeichen von unserer Verbundenheit. Ich bin hier jetzt 4 Jahre und ich kann nicht anders sagen, dass die Verbundenheit und die Kontakte immer besser gehen. Die sind gut. Und wir haben mit der Feuerwehr in Dingspolo natürlich jetzt in Zuidewijk gute Kontakte und schöne Ideale jetzt formuliert. Wir haben mit die Buslinie wieder bekommen. Wir sind mit Zentrumplan in Dingspolo tätig. Wir hadden offene Türen gehad letztes Jahr zum ersten Mal zusammen. So viele Dinge, die wir zusammen kunnen doen. Als Zeichen für unsere nicht nur Nachbarschaft, aber auch Freundschaft schenken wir gerne diesen Baum an. Wenn man das im Privaten sieht, unter Nachbarn sorgen Bäume, wenn sie dann an der Grenze stehen, manchmal auch für Streit unter Nachbarn. Aber ich glaube, das ist zwischen Kommunen gerade anders. Und ich denke, das ist das richtige Bild, dass eben ein Baum, der in die gute oder der in die Zeit jetzt gut passt, genau das richtige Geschenk ist. Wir hätten uns auch über alles andere sehr herzlich gefreut, weil es gibt ja sehr viele Köstlichkeiten, die es auch in den Niederlanden gibt. Alles, was man verkonsumieren kann. Aber wie gerade zu Recht schon gesagt wurde, ich glaube, etwas, das bleibt, das auch an diese Freundschaft dauerhaft erinnert. Das ist sehr schön. Wir wollen gar nicht dran denken, es ist ja jetzt erst der Start auch dieses Baumes oder der Beginn seines Wachstums, wie lange er es aushalten mag. Wir haben, ich sehe ja gerade den Kollegen Schlapster, wir haben sehr fachkundige Personen bei uns und bemühen uns, dass er es möglichst lange bei uns schafft, dass wir ihn hegen und pflegen. Er hat ja auch, das darf ich so sagen, weil ich ja des Öfteren manchmal in diesem 800-Jahre-Programm schon Bäume gepflanzt habe, er hat auch eine stattliche Größe, das heißt, er ist, glaube ich, über die grobe Zeit hinweg, sodass man sicher sein kann, er wird hier gut anwachsen. Und das hoffen wir uns einfach. Und wenn er dann wirklich als Zeichen dafür steht, wie unsere gelebte Städtepartnerschaft, unsere Freundschaft weiter blüht, gedeiht, weiter die Wurzeln fester werden, weiter eben immer mehr Äste trägt, immer mehr Möglichkeiten hat, dann ist das wirklich, glaube ich, gerade ein ganz schönes Zeichen. Und dass das eben nicht nur ein Baum ist unter vielen, sondern das auch gerade durch so ein Hinweisschild hier an der Stelle, wo viele Bocholterinnen und Bocholter oder auch viele Personen, die unseren Asi hier besuchen, dass das dann auch einfach erleben können, ist, glaube ich, auch eine schöne Sache, weil dann trägt sich's auch in die Bevölkerung. Und insofern sage ich im Namen der Stadt Bocholt ganz herzlichen Dank dafür. Und es ist ja wirklich, es wäre kein besseres Datum möglich gewesen. Wir waren ja mit unserem Empfang gestern eigentlich einen Tag zu früh. Heute ist ja der Tag und insofern ist das, glaube ich, ein wirklich sehr schönes Zeichen, dass eben unsere niederländischen Freunde, unsere, wenn man das so sagen darf, international engsten Verbündeten dann an dem Tag auch hier sind und nicht nur gestern eben dabei waren, sondern dass das eben heute auch möglich ist. Und da sage ich einfach ganz herzlichen Dank und freue mich, dass wir das hier gemeinsam jetzt quasi nicht mehr einpflanzen müssen, aber insoweit freigeben dürfen. Eigentlich ein Linksvorteil. Das ist mal die zweite Baum, die wir tun, ne, zusammen. Ja. Danke.